Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Das spreche ich für das Schwert und Schild sagen. Ja, Schwert und Schild geht demnächst mal weiter. Also Pokémon Schild geht demnächst weiter mit dem Stehleiter der Krone, mit dem neuen DLC. Das kommt am 23. Oktober, also am 24. Oktober kann ich euch voraussichtlich die neue Folge präsentieren. Ich stehe noch nicht ganz fest. Ich versuche natürlich alles möglich zu machen irgendwie. Kann es euch aber definitiv noch nicht versprechen, weil da kann immer noch ein bisschen was dazwischen kommen. Sei es eine Fahrstunde oder sonst irgendwas, will ich mich mit haben ausbilden lassen, so ein Busfahrer. Also kann es morgen sein. Spätestens am 25. hoffe ich, dass ich euch die Folge raushauen kann. So, okay. Ja, dann machen wir heute weiter mit dem Süden. Und zwar geht's weiter mit Route 12. Ich habe mich jetzt entschieden für meine letzten beiden Pokémon. Eins davon kriegen wir wahrscheinlich relativ bald, hoffe zumindest. Und eins kriegen wir, ja, dauert noch ein bisschen. So, okay. Dann machen wir heute uns mal ein bisschen auf. Wir haben jetzt die VW Fliegen. Die haben wir jetzt bekommen von dem Typen. Das heißt, Prismania City ist jetzt komplett abgearbeitet. Keine Sorge, die vielen Routen, die reiche ich definitiv noch. Na, mache ich auch noch auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal geht's über die Route 12, weil da fehlt nämlich die in Westen von Entschuldigung, ich hab's ein bisschen mit der Himmelsrichtung. Westen von Prismania City, die fehlt auch noch die Route, aber die machen wir dann irgendwann. Verbinden wir quasi, wenn wir dann Fuchsania City die nächste Stadt abgearbeitet haben. Jetzt geht's erstmal über die Routen 12, ich vermute Route 12 und 13. Ja, aber gut. Okay, wir machen heute mal den ersten Teil und ich weiß noch nicht, ob wir heute alles schaffen. Ja. Gut, ich guck mal gerade, wie mein Team aussieht, ob es mittlerweile komplett geheilt ist. Ach, Alpollo, du bist eigentlich gar kein Teammitglied. Ich kann dich eigentlich komplett aus dem Team rausnehmen. Weil, ja, ist es unwichtig. Tschüss. So, ich guck mal. Bewegen, Raichu, ab nach vorne mit dir, weil jetzt kommen hoffenweise Wasser-Pokémon und beginnen, wenn wir mit diesem Angler hier. Oh ja, ich bin so angebissen. Angler Atoa mit einem Pokémon. Und er hat einen Stantu. Ja, nicht wieder Pokémon von mir auf meinem Kanal. Also das heißt, nicht wieder. Hätte ich wieder aufnehmen. Der Vorteil ist ja, dass ich immer ein bisschen was vorbereiten kann. Dementsprechend ist klar. Und ich nicht jeden Tag hier sitze und aufnehme. So, Stantu ist besiegt. Gott sei Dank. Und dieser Atoa. Hat eigentlich gar keinen Stich gehabt heute. So, hier ist noch ein Angler. Ich nehme ihn mit. Immer mit der Ruhe. Das Warten ist auch eine Freude des Anglers. Oh ja, ich habe ja selber früher mal geangelt und teilweise kann es passieren, dass in der Nacht nicht viel an. Also wir haben nachts geangelt, aber es kann passieren, dass halt nicht viele anbeißen. So. Okay, Angler Florence mit einem Kopfputz hier einfach nur ein Pokémon. Wenn er mal nichts anweist, dann ist das halt einfach. So, Donnerschlag. Bam! Der nächste Angler ist besiegt. So. Dann haben wir hier noch ein Lackparfüm. Ja, scheiße, die Farben habe ich auch gar nicht. Naja. Also was heißt vor allem, es gibt ja offiziell keine Farben mehr. Es gibt halt nur diese Möglichkeiten mit den. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich komme jetzt gar nicht drauf. Das wird der Kampf des Jahrhunderts. Sie angekündigt gegen das Pokémon-Kind. Angler Hans. Mit dem Kapodor. Na, ernsthaft jetzt. Du bezeichnest dich als Anglerkönig und kommst du mit dem lettischen Carpador an. Ja, super. So, ich habe die Typen jetzt angekratzt, schon mal zum Mundwerk, wegen dem lettischen Carpador. Weil da konnte man ja alles kaufen. Für 500 Pokédollar. Nein, keine Sorge, wir werden gerade aus dem Nichts ins Team holen. Wir werden ein anderes Wasser-Pokémon später ins Team nehmen.
Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Ich habe ja eh die Möglichkeit, dass ich ein Evoli mit Evoli surfen kann. Das heißt, dieses Gorking rausnehmen. Ich brauche es dann irgendwie wieder mit irgendeinem Schwester kommen. Ich erinnere mich an das Gorking von dem komischen Spieler mit seinem Hornbohrer. Boah, Alter, ging die noch in die Messer. So, jetzt kommt noch ein Quapsel hinterher und er kriegt noch einen Donnerschlag. Bam! So, abgrund alle dreimal gewonnen-hittet. Und er ist besiegt. So, Angler. Hier unten ist noch ein Item, was ich noch gerne mitnehmen will. Und zwar eine Sprühdose Schutz. Ich muss das Item später da oben holen. Okay. Hier ist noch ein Angler. Eigentlich würde, ich ja mehr, lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit nur zu angeln. Ich bin natürlich keiner dran. So. Aber wo gerade von Garados spricht. Er hat einen tatsächlich. Level 20. So, und dann kriegst du jetzt noch einen Donnerblitz. Ja, das müsste Garados ohne Wunder reichen. Ja. Das ist es halt. Garados ist unfassbar stark. Er kann sehr stark sein. Hat aber halt durch die Elektrizität, durch den Doppeltyp Flug und Wasser, ja, halt die viel Verschwächung gegen Elektro und ist da relativ schnell Geschichte. Ernsthaft, du hast einen Carpado und einen Garados und dann noch einen Carpado, also der zwei Garados haben können. Wäre mir lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Okay, egal. Das war's. So, ich krieg halt dann Carpado auch noch einen Donnerblitz ab. Tschüss. So, Angler Alois ist besiegt. Okay. Achso, hier geht's weiter. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich hab doch gar keine Angel, ne? Was haben wir hier? Dein Partner-Pokémon ist aber knuffig. Lass es gegen mich kämpfen. Als Trainer Kevin, ja. Tangela! Ach, scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerecht, dass er noch Tangela auspackt. Dann wäre wohl Nona tatsächlich die etwas bessere Wahl. Das mit. Geil. Alter, du schläferst es jetzt ein? Ach ja. Da müssen wir mal einen Beutel auspacken. Alter, da gucken wir mal ab. Ich hab so nur noch ein paar Hyperheiler, also alles gut. Als Hyperheiler brauche ich nicht jeweils eines einzelnen Item. So, Flammenwurf. So. Hier will ich reicht Level 36. Jetzt hast du noch einen Onix. Ich habe natürlich weder ein Wasser-Pokémon noch ein Pflanzen-Pokémon, ne? Ach doch, Moment. Hier will ich keine seine Spezialattacken. Blubsauger. Ja, die Attacke heißt wirklich so. Wenn man ein Pokémon Center in Prismania City, da hat sich die beigebracht. Der steht hinten rechts, der Typ, den der Langfahrtschmisser hat, der glaube ich so 5 oder 6 Attacken, die ihr eurem Pokémon beibringen kann. So, damit ist er Geschichte, der Astrainer. So, drei Überbälle. Moment. Und jetzt haben wir eine kleine Blockade. Links geht es uns vor über die Route, dann über die Route 17 in Richtung Orania City zurück. Aber wir wollen ja uns auch eine Relaxo fangen heute. Das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du auf der Pokéflöte spielen? Jawohl.
Relax ist aufgewacht. Relax hört dich mit hungrigen Augen an. Oh, oh. Was? Hä? Mr. Fuji? Ich habe vergessen, dir was zu sagen, als ich dir die Prophete gegeben habe. Oha, sieht aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn du Relaxo auferkennst, ist das Erste, was sie sieht, für Nahrung und schützt dich drauf. Koppel, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du gegen es kämpfst. Sobald es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Ach, ich muss... Okay, das ist... Ah, ja. Okay, das ist wie bei den legendären Pokémon. Ich muss es erstmal platt machen, damit ich es fangen kann später. Okay. Ne, kleine Erinnerung. Gut, dann machen wir das so. Donnerwelle erstmal. Liebes Raichu, ich habe dieses Relaxo mal ein bisschen... Ach nein, ernsthaft. Okay, Raichu, du musst mal wieder aufwachen, weil irgendwie wird das sonst nicht viel. Ja, bei einigen Pokémon ist es genau so, dass man die erst besiegen muss und dann im nächsten Zug es fangen kann. Und das ist, glaube ich, bei den Relaxo so, das ist, glaube ich, bei den drei legendären Vögeln so und das wird dann ab dem Mewtwo so. Mewtwo wird immer eine Hausnummer werden, vor allem dann, wenn es 70 ist, aber... Ja, ist ja viel. So, erstmal weiter mit Donnerschlag drauf. Also, du hast nur ein KP und du gehst dann auf Erholung? Was ist das für ein Arsch? Jetzt komm. Jetzt noch einmal und dann mach es platt. Bitte, bitte, bitte. Zieh es jetzt komplett weg. Jawohl. Gut, damit ist Relaxo Geschichte. Also nicht Geschichte, sondern wie kann das sagen? So, erstmal müssen wir einen Beutel versuchen. Vergehe ich auf erstmal auf den Hyperball. Weil Relaxo ist kein Teammitglied. Definitiv nicht. Ein bisschen leichter fangen. Das mal hier. Okay, während des Fangversuchs etwas ruhiger. Erstmal das machen. Wir fangen direkt mit einem großartigen Ball an. 1, 2, 3. Oh, direkt im ersten Ball. Großartig, wunderbar. Boah, das gibt Bombenerfahrung, Bruder. Direkt ein Level-Up für Raichu und für Vulnona. Der Pokédex auch noch dazu. So, Relaxo verschlingt sogar Nahrung auf der einfach Schimmelgebilde hat und sie verdirbt es sich nie den Magen. Okay. Gute Arbeit, Kev. Das war beeindruckend. Du wirst immer wieder Pokémon wie Relaxo begegnen, die sich unvermittelt angreifen. Stell dich hin zum Kampf und besiege sie. Erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen und dann fangen. Also dann, ich mache mich wieder auf den Weg. Und so, dadurch, dass die Route etwas leicht länger ist, länger sein wird, die nächste Route wird wieder ein bisschen etwas länger werden, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, was mal kurz mal. Meine Items wieder einsetzen. Relaxo kann ich eigentlich. Nutze ich jetzt erstmal nur als Blocker ab. Gut, okay. Da geht's weiter mit der nächsten Route. Ja, das ist doch der Teil, ne? Okay. Ja, dann machen wir weiter. Komm. Dann weiß ich, was der nächste Fang sein wird, wenn man so eigentlich ins Wasser wirft. Dann machen wir die Route 12 nochmal zu Ende. So, der Tacher ist das nächste Pokémon, was uns vor der Nase sitzt, auch im Tanz. So, dann aber jetzt. Ah, ich muss mal wieder ein Äther einsetzen gegen Raichu, damit ich dann wieder den dran. Was? Das Viech, das überlebt einen Donnerblitz? Das ist Level 36, aber so. Hä?
Okay. Dass ich so überleben kann. Ich dachte, das würde für Tentara ohne Probleme reichen. Scheinbar nicht. Jetzt hast du ein Pokémon, was wir noch nicht auf der Liste haben, nämlich Kingla. Die beiden sind ein Krabi. Jedenfalls mit Level 36. Oh oh. Fast. Aber nur fast. So, der Angler ist besiegt. Gut. Dann heile ich meinen Reiz schon wieder hoch, weil, ja, das sieht gerade sehr mau aus bei ihm. So, Äther einsetzen. Den Donnerschlag bitte. So. Gut, dann machen wir weiter. Mit der Route hier haben wir noch ein Haus, was uns. Ja, wenn wir uns erstmal mal angucken wollen. Da steht da so ein alter Mann dort, okay. Ich bin. Tja, wer bin ich eigentlich? Ach, verflixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ach, Nanüchen, weißt du etwa, wer ich bin? Keine Ahnung. Entschuldige, dass ich dich mit dieser komischen Frage belästigt habe. Vergiss es einfach. Warte mal. Dann bist du. Bist bestimmt Mr. Zauber. Was? Sagst du? Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du meinem Gedächtnis auf den Sprung geholfen hast. Hier, nimm das. Und wir kriegen jetzt hier einen 32 Zauberschein. Okay. Ja, warum nicht? Aber was machen wir dann? Okay, ich dachte, ich könnte jetzt nochmal quatschen. Weil ich glaube, eigentlich ist er der Attackenverlerner. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich da noch mal an kann. Gut, ja, okay. Hat sich das schon mal ein bisschen gelohnt? Sagen wir, fangen Sie reden etwas. Wenn man mehrere Pokémon derselben Art und Folge einfängt, erhöht sich die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen. Ja, tatsächlich, wenn wir von sie reden was. Natürlich, klar. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so. Gut, dann nehmen wir hier weiter mit der jungen Dame. Ich suche einen Mondschein. Hast du zufällig einen dabei? Nein, tatsächlich gerade nicht. Also, ich habe meinen eingesetzt. Nidoran? Okay. Dann hast du wahrscheinlich noch Nidorino oder Nidorina. Level 35, what the fuck? Ja gut, also der Mondstein ist nicht ganz häufig, ne? Ich muss ja auch nochmal durch den Mondberg gehen, um mir nochmal einzufangen, weil ich Stefan nicht nachgedacht habe, weil ich gedacht habe, okay, die findet man so einfach im Boden. Normalerweise findet man die auch einfach so im Boden, zumindest im Originalspiel. Aber die Master-Version hier in der Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Aber, so. Jetzt noch ein Video. Ich habe immer noch ganz viele Pokémon im Team. Ja, wie gesagt, ich habe meine zwei letzten Teammitglieder festgelegt. Eins kriegen wir dann hoffentlich relativ bald. Aber es dauert noch ein bisschen. So. Schaut da. Oh, das ist ein Nidorino. Fast Level 36 dann gleich. Ich habe es rein schon ein bisschen vor, damit es ein bisschen trainiert wird. Auf Wecker. So, dann nehmen wir hier noch weiter. So, was haben wir hier? Da ist noch so ein Elite-Trainer. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität. Daher kenne ich den Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ach, du bist bestimmt so der Rocker oder so. Fuck, ich rocke hier. Ah. Elektromusiker, Zaba. Okay. Elektrik ist cool. Da habe ich auch eine ganze Weile überlegt, ob ich das vielleicht sogar noch. Da bin ich sogar noch eine ganze Weile dran überlegen, ob ich das sogar mit ins Team nehmen soll später.
Weil, für Raichu dann eventuell, müssen wir mal gucken, ob wir dann immer eins kriegen. So, dann gehen wir erstmal rein auf Nidoking, weil das macht jetzt am meisten Sinn. Dann kann Elektrik nicht viel anderes ausrichten mit deiner Elektrizität und das Vieh ist nicht ohne. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, jedenfalls erstmal ein Schaufler. Ja gut, ist klar, das kann nichts anderes machen als Ruckzuckieb, weil mit Donnerschlag und was es noch kann, würde es nicht viel ausrichten können. Jedenfalls kriegt es von mir erstmal die Elektrizität, den Schaufler ab und das war schon für Elektrik. Ja, da bin ich, wie gesagt, echt am überlegen, ob ich das nicht noch mal ins Fangen soll. Ich hoffe, dass wir es kriegen noch irgendwann. Aber das dauert alles noch eine ganze Weile. Müssen wir mal gucken. Ich habe einen Wasserstein gefunden. Aber ich glaube, ich habe alle Steine. Zumindest die wichtigen. So, haben wir noch, wie viel haben wir denn überhaupt? Stärkungstasche, wir haben noch einen Blattstein, wir haben noch AP Plus, wir haben noch einen Eisstein und einen Wasserstein. Okay, ja, wir brauchen eh nur den Blattstein. Welchen Pokémon wir fangen werde, was mit dem Stein entwickelt werden kann. So, dann haben wir jetzt hier noch so einen Elite-Trainer. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem die frische Meeresbrise um die Nase weht, stärkt das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Dann auf in den Pokémon-Kampf. Na gut. Du hast ein Smetmo, okay. Was du uns geben kannst. Das ist bestimmt. Der kriegst bestimmt eine Käfer, gute Käferattacke oder so. So, jetzt gibt es erstmal einen Donnerschlag ab, damit das Viech erstmal so schnell wie möglich down ist. Weil auch Smetmo kann mich nicht lange machen. Gott sei Dank, der Schlafgut hat nicht gewirkt. So, dann ist das Smetmo schon mal weg. Level 34 für unser Raichu. Und Level 36 für Nidoking, wie ja auch angekündigt. Du hast jetzt einen Pieksi. Nein! Nein, du hast jetzt einen scheiß Pieksi, oder nicht? Oh Gott, das wird... Ja, Pieksi kann ich euch jetzt schon mal sagen, das wird sehr zäh werden. Das Pieksi, das kann sehr viel aushalten. Genauso wie Knuddelluft. Ich erinnere mich bei Pokémon Let's Go, bei Pokémon Schwert und Schild, da gibt es einen Trainer mit einem Knuddelluft und einem Pieksi. Boah, das ist so ekelhaft leer. Aber gut, wir gehen erstmal mit Toxin rein. Dann wird sich das Problem nach einigen Runden alleine auflösen. Also jetzt mit dem Gesang, ja, ich weiß, dass du jetzt mit so einer Kacke ankommst, das war mir schon fast klar. Jetzt mit dem Gesang wird es wahrscheinlich irgendwie... Level 39. Gut, das ist ein Elite-Trainer, ne? Wie gesagt, das ist immer der stärkste Trainer einer Route. Ich habe noch einen Superheiler, ja. Machen wir das doch mal. Komm, wieder okay. Zeit zu schlafen später. Du kannst nichts machen, bitte. Du kannst nichts machen mit deinem scheiß Traumfresser. Ich habe schon was ähnliches. Ja, wohl, das habe ich gar nicht gerechnet. Erstmal runter in die Erde, wieder okay. Geht weiter mit. Ja, was klar, dass du sowas probierst. Wie gesagt, das mit dem Gift, das wird jetzt immer stärker, das wird sich irgendwann komplett alleine erledigen. Ich kann sogar sagen, dass es schon nächste Runde down ist. Reicht das jetzt? Nein, natürlich nicht. Komm, wir machen zwei. Wir machen es richtig ekelhaft. Ich weiß, ich hätte im Kopf, das hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber ich lasse es durch das Gift sterben. Und tschüss, ein kleines Pixi. Auf vier Runden waren das jetzt oder so, das hat es dann quasi ausgemacht. So, damit ist das erledigt. Puh, mit so einem scheiß Gesang. Ich habe was so ähnliches geahnt. Dann kann das Traum, dann können die nämlich Traumfresser, ja. Dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt die TM dafür. Was für ein Kampf, was für eine Atmosphäre. Hier, ein kleines Dankeschön. Ja. In Originalspielen kriegt ihr die quasi, wenn ihr in Vertania City. Habt ihr ja quasi, bis was auf Richtung Route 22 geht, wo es dann Richtung Pokémon-Liga geht, da habt ihr diesen kleinen abgesperrten Bereich. Und normalerweise bekommt ihr die da irgendwo mit drin. Und, ja, oder warte, war das hier? Nee. Aber das wollte ich jetzt irgendwie nicht erzählen. Ja, die kriegt ihr hier. Genau, eigentlich, wo der Rockmusiker oben steht. Genau, da bekommt ihr die normalerweise. Da kriegt ihr die Termen für Traumfresser. Ja.
genau. Sie wirkt auf schlafende Gegner, die Wirkung ist sensationell. Ja. Das hätte ich fast gemerkt. So. Gut. Aber hier irgendwie was gerade, was wir jetzt brauchen können. Route 13 ist das mittlerweile schon. Ich würde mich fast eigentlich jetzt tatsächlich Feierabend machen schon. Warte mal, ich muss mal. Ich weiß nicht, wie es gerade. Doch, Handy ist griffbereit. Ich gucke gerade mal nach, was es hier auf Route 22 für Pokémon gibt. Also taucht sie auf jeden Fall. Das sehe ich euch jetzt schon mal. Pokémon. Let's go, Evoli. Route 12. Ich muss mal gerade gucken, was für Pokémon es gibt. Hier auf dieser Route. Also, Taubsi, mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%. Tauboga 20%. Mirapla, Duflo, Knefensa und Trigaria dann in. Mirapla, Duflo bekommt ihr dann in. Let's go, Pikachu. Knefensa und Trigaria bekommt dann Evoli. Dann gibt es noch Forenza, Krabi und Kingler. Mit 5% Wahrscheinlichkeit. So. Ja. Nichts Dramatisches. Okay, gut. Nichts, was wir brauchen könnten unbedingt. Und, obwohl, das gute Garia, was da rumschwirrt, das haben wir noch gar nicht. Das müssen wir noch fangen. Das müssen wir noch fangen. Wir haben nur die Fortentwicklung, glaube ich, meines Wissens. Und dann fangen wir das mal eben kurz. Und dann machen wir Feierabend heute. So. Noch ein großer Legerwurf. Wie bei Relaxo auch schon. 1, 2, 3, hab dich. So, damit haben wir das mit Trigaria auch relativ schnell gefangen. Aber wir werden wieder ein anderes Pflanzen-Pokémon nehmen. Mit 656 und Stärke-Pokémon ist das gut. Level 37 für Evoli. Und einen neuen Eintrag für Trigaria. So. Gut. Dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Pokémon Let's Go Evoli. Und dann machen wir machen wir die Route 13 als nächstes. Bis dahin und tschüss.